Schön, dass du wieder da bist zu einer weiteren Folge LS19. Timer, willst du wohl? LS19 auf der Campaign of France. Wir müssen jetzt noch das Stroh wegbringen hier, das wir in der letzten Folge noch gesammelt haben. Und dementsprechend anschließend Feld 3 und Feld 6, 7 düngen. Dann können wir grubbern und dann können wir die Einsaat machen wieder. So geht's voran. So geht's voran. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nicht wundern, hier fahren LKWs bei mir vorbei. Was wollte ich sagen? Achso, ja. Stroh hatten wir noch auf dem Feld 6, 7 gelassen. Hatte ich übersehen gehabt. Das haben wir jetzt noch zumindest gesammelt. Verkaufen wir es noch. Ja, ich glaube nicht, dass das viel bringt hier. Naja, auf 63.000 werden wir wohl nicht kommen. Nee, denke ich mal nicht. Aber trotzdem werden wir es verkaufen. Weg damit. Weg mit dem Stroh hier, ne? So, okay. Oh, 341 Euro, immerhin. Immerhin 341 Euro, ne? So, das sieht gut aus. Na, ich werde jetzt zwei, drei Folgen aufnehmen. Jetzt nicht unbedingt viele, aber zumindest zwei, drei, weil ich habe heute nicht mehr wirklich viel Zeit. Gleich noch mal was anderes erledigen auch noch und von daher, ja. So. Ja, düngen ist jetzt, wie gesagt, das nächste. Feld 3, Feld 6, 7 müssen wir düngen. Ich weiß nicht, wie die Felder ansonsten aussehen mittlerweile. 20 ist fast erntereif, da ist glaube ich Mais drauf, genau. Dann machen wir dann wieder Körnermais diesmal. Ansonsten sind keine Felder erntereif sonst, ne? Nee. Okay. Dann passt es aber, zumindest. Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen ruhiger. Danach wird es dann heftiger. Wenn dann die nächsten Felder erntereif werden, alter Falter. Das wäre eine ganze Menge. Das werden eine ganze Menge. Dann können wir wieder tanzen. Das wollt ihr sehen, was? Dachte ich mir. So. Einmal zurück zum Hof, den Ladewagen wegbringen, das Güllefass holen. Wie sieht es aus mit den Preisen? Ah, die steigen noch und der steigt auch noch, der Haferpreis. Okay. Sojabohnen steigen aktuell auch noch. Haben gesagt, wir brauchen auch noch Futter für die Schweine dann, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall Sojabohnen pflanzen. Nach Möglichkeit. Ja, Feld 6, 7 auf jeden Fall. Vielleicht Feld 3 direkt mit. Müssen wir mal schauen. Finde das echt extrem auch. Mittlerweile, ich glaube, 2742 Stunden Wiedergabezeit sind jetzt mittlerweile zusammen. Wir sind fast bei den 2800 Stunden. Also knapp 250 fehlen noch. Dann haben wir das erste Teilziel wieder erreicht. Ne? Die 3000 Wiedergabestunden. Und dann
können wir die Kanalmitgliedschaft freischalten. Super Thanks, super Stickers. Da gibt es dann wieder schön was freizuschalten. Freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt. So. Dann werden wir einmal hier düngen. 4, 6, 7 schon mal. Mit Gärresten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gülle noch da ist bei den Kühen. Hier werden wir aber gleich im Anschluss direkt holen, wenn hier leer ist. Dass wir da auch nochmal leer machen bei den Kühen. Wobei ich glaube nicht, dass da so viel da ist, ne, an Gülle. Das schätze ich mal nicht. Ich schätze mal, so viel ist da nicht da, gerade aktuell. Vielleicht 1000 Liter, 2000 Liter. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ne. Wenn überhaupt. Und bis jetzt läuft es aber relativ gut zumindest. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel Gülle da ist, ne? Jetzt aber erstmal mit den Gärresten weiter. Autowerkstatt-Simulator hatten wir ja noch ein Let's Play offen, ne? Fällt mir gerade ein. Autowerkstatt-Simulator und Citybus-Manager. Da ist ja auch noch was offen, ne? Theoretisch. Müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, was wir schaffen, ne? Wie gesagt, jetzt wird es erstmal etwas schwieriger mit Videos. Leider. So. Ich weiß nicht, ob man das ab und zu mal hört, sondern als wenn hier Kuhglocken läuten oder sowas irgendwie. Das ist im Hintergrund, ich habe Fenster auf und im Hintergrund hört man dann ab und zu mal hier ein Windspiel. Hab mir da so ein schönes Windspiel besorgt. So, wie viel Gülle haben wir? Gülle haben wir 2000. Im Moment. 5000 Liter. Boah. Doch mehr als ich dachte. Doch mehr als ich gedacht hatte. Na gut, dann können wir das ja nutzen. Das können wir auf jeden Fall nutzen, ne? Sehr gut. Ich meine, wir haben noch Gärreste an der BGA. Aber so ist das auch nicht schlecht. So, einmal füllen. Dann haben wir das geschafft. Dann fahren wir wieder zu Feld 6, 7 zurück. Und dann geht's weiter mit dem Düngen.
weiß jetzt gerade gar nicht, bei welcher Folge wir sind. Wir sind mittlerweile, ich glaube, bei Folge 500, 540, über 540 mittlerweile schon. Ich finde es heftig mittlerweile. Das ist vom Blackjack, mit Blackjack hatte ich jetzt noch so gesprochen. Er glaubt nicht, dass wir das schaffen, jemals. Ich glaube, so hat er es zumindest gemeint, dass wir es schaffen, auf eine vierstellige Folgenzahl zu kommen, ne? Mhm. Naja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, Blackjack, mein Freund, ne? Ich glaube, Ron ist da anderer Meinung. Oder? So. Ja, ansonsten würde ich gerne noch mit euch was bereden. Und zwar in der nächsten Folge mache ich das. Weil ich glaube, für diese Folge wird es zu knapp sonst. Hat aber auch was mit Wiedergabestunden wieder zu tun. So, da möchte ich mal eine Überlegung zu machen. Und möchte ich mit euch ein bisschen mitnehmen. Und weiß nicht, ob ihr dann dementsprechend der gleichen Meinung seid wie ich da. Aber gucken wir da mal, ne? Gucken wir mal in der nächsten Folge dann. So, das Ding war auf jeden Fall noch zu Ende. Dann gehen wir noch auf Feld 3 düngen. So, nächste Spur. So, sehr gut. Und das letzte Stück hier. Ja, war klar. So, dann füllen wir jetzt nochmal auf mit Gülle. Und dann werden wir noch Feld 3 eben düngen. Hoppala. Haben wir eben noch Feld 3 düngen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann können wir in der nächsten Folge ganz in Ruhe grubbern. Und ja, ich bin drauf und dran, mir gerade noch ein Feld dazu zu holen, aber nein, darf ich nicht. Darf ich nicht, Leute. Wir brauchen das Geld für den Schweinestall, den wir uns holen wollen. Das ist jetzt erstmal die größte Ausgabe, die wir jetzt erstmal tätigen. Ich glaube, die anderen Felder sind gar nicht mal so teuer. Können wir uns gleich auch nochmal angucken, eben. Wie teuer so die anderen Felder noch sind. Aber ich glaube, so teuer sind die gar nicht. Was mich auch interessieren würde, weiß nicht, ob man da an YouTuber gehen kann, wäre zumindest, oder zum Beispiel, wenn man, also für die YouTube Analytics halt, ne? Wenn man sagt, okay, ich möchte alle Videos, die jetzt in einer Playlist sind, zum Beispiel Campaign of France jetzt, möchte ich alle Videos mal wissen, wie viele Aufrufe die bekommen haben, insgesamt in der Playlist, also die einzelnen Videos halt, wie viel Wiedergabestunden und. Das finde ich auch mal eine nice Sache. Oder wie viele Abonnenten dementsprechend dabei rumgekommen sind, ne? Durch dieses ganze Let's Play. Das wäre auch mal interessant zu wissen, ne? Dafür müsste ich jetzt aber erstmal, ich meine, zumindest aktuell, müsste ich dafür jedes einzelne Video anklicken und dementsprechend nachschauen. Das ist Aufwand.
Da habe ich keinen Bock drauf. Aber insgesamt wäre es schön zu wissen, irgendwie schon. Wie viel ist durch ein Let's Play, durch eine Playlist oder sowas zusammengekommen an Wiedergabestunden, Aufrufen? Oder wie viel hat das gesamte Let's Play bisher an Geld gebracht, in dem Sinn an Einnahmen? Und. Also das wäre echt interessant zu wissen, ne? Finde ich. Ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit gibt, aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was zu wisst. Hier sind noch Eier, sehr gut. Da holen wir die Eier nochmal raus. Da haben wir die nämlich auch noch hier. Perfekt, dann können wir die demnächst nämlich auch verkaufen. Dann werden wir jetzt anschließend grobern. Machen wir mit dem Großen, ne? Würde ich mal sagen. Holen uns den Grubber. Dann machen wir erst das kleine Feld, also Feld 3. Und danach Feld 6, 7. Danach müssen wir düngen, ne? Danach wird wieder gedüngt. Na gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter. Ich freue mich. Bis dann und tschüss.